seh die Schattenseite, wenn ich rappe. Wenn ich erzähle, dass ich unten bin und Props bekomme dafür, dass ich drüber rede. Sicher verschafft es mir eine gewisse Erleichterung. Doch leichter wird es nicht für mich dadurch, dass ihr mir gratuliert. Gerade in Versuchung, es zu übertreiben, weil ich Liebe bekomme, wenn ich sage, dass ich schlecht drauf bin. Eigentlich reicht mir ja ein Blick in deine Augen, denn dann fühle ich vielleicht, dass du da bist, auch wenn's mir gut geht. Bewerte selbstbewusste Menschen als Bedrohung, weil ich weiß, dass ich selbst keiner bin. Vielleicht ist es gelogen, denn wer weiß, vielleicht steckt an den Ketten kein Idiot, sondern ein Mensch, der liebenswert erscheint, wenn er psychisch nicht tot ist. Find's ja selbst nicht cool, dass ich das Leben nicht gewohnt bin und eigentlich nie gelernt hab, meine Stärken zu promoten. Find's nur bitter, dass meine Schwächen stärker als meine Stärken sind. Vielleicht befreie ich mich selber und starte einen Neubeginn. Ironie des Schicksals, selbst Freudentränen schmecken bitter. In der Depression verwandelt sich Missmut zu einem Lichtstrahl. Ängstliches Zittern begleitet von heiteren Gesichtern. Ich frage mich, ob Gefühle zeigen noch Sinn macht. Ironie des Schicksals, Tränen schmecken bitter. In der Depression verwandelt sich Missmut zu einem Lichtstrahl. Ängstliches Zittern begleitet von heiteren Gesichtern. Ich frage mich, ob Gefühle zeigen noch Sinn macht. Tränen schmecken bitter im Nachgeschmack. Sie tropfen wie saurer Regen auf unser Leben. Ihnen wird nachgesagt, dass sie das Herz von innen reinigen, von Schmerzen befreien. Man könnte Flüsse füllen, weil viele weinen, in Schmerz vereint. Und es ist so bitter für uns, weil Freude und Leid enger verbunden sind als ein Zungenkuss. Das Glück des einen ist vielleicht das Drama des anderen. So habe ich den Krieg in Afghanistan für mich als Mahnmal verstanden. Denn jeder Sieg ist bitter, die Verluste der Verlierer sind das Blut an den Fingern der Gewinner. Das alles schmeckt mir nicht, wie soll ich Erfolg genießen, wenn ich weiß, wie dreckig er ist? Verdammt, ich streu mir Zucker auf die Zunge, um meine Gedanken zu lösen von allem, was mich runterzieht, jede Sekunde. Denn bitter ist die Erkenntnis, sich sicher zu sein, dass das Leben eben so ist, auch wenn es sein nicht richtig erscheint. Ironie des Schicksals, selbst Freudentränen schmecken bitter. In der Depression verwandelt sich Missmut zu einem Lichtstrahl. Ängstliches Zittern begleitet von heiteren Gesichtern. Ich frage mich, ob Gefühle zeigen noch Sinn macht. Ironie des Schicksals, Tränen schmecken bitter. In der Depression verwandelt sich Missmut zu einem Lichtstrahl. Ängstliches Zittern begleitet von heiteren Gesichtern. Ich frage mich, ob Gefühle zeigen noch Sinn macht. Ich setz das Richtmaß, denn Tränen schmecken oft bitter. Doch manchmal zieh ich einen Vorteil aus dem Verhalten, das ich nicht mag. Wär ich im Gerichtssaal, müsste ich sagen, warum ich's tue. Vielleicht, weil ich genauso verbiegbar bin wie eine Wachsfigur. Ich möchte die Welt mit meinen Problemen nicht belästigen, will nur, dass sie mich schätzen als eigenständigen Menschen. Doch das kann ich vergessen, wenn ich mich weiter verstecke, indem ich mein zweites Gesicht vorschicke, nur weil's beliebter ist. Ich sehe den Sinn nicht in meinem leeren Empfinden. Vielleicht verspüre ich Angst, weil ich anfange drüber zu reden und es endlich schaffen könnte, Blockaden zu lösen, die mich abgehalten haben von einem ehrlichen Leben. Schmerzen sind selten schädlich für den Geist und Seele, aber wenn ich welche erfinde, dann bleiben sie in der Regel. Ich kann oft nicht sprechen, denn ich hab Blei in der Kehle, weil ich weiß, dass ich lüge, um euch zum Bleiben zu überreden. Ironie des Schicksals, selbst Freudentränen schmecken bitter. In der Depression verwandelt sich Missmut zu einem Lichtstrahl. Ängstliches Zittern begleitet von heiteren Gesichtern. Ich frage mich, ob Gefühle zeigen noch Sinn macht. Ironie des Schicksals, Tränen schmecken bitter. In der Depression verwandelt sich Missmut zu einem Lichtstrahl. Ängstliches Zittern begleitet von heiteren Gesichtern. Ich frage mich, ob Gefühle zeigen noch Sinn macht.